Hallo, ihr lustigen Weltraumreisenden da draußen und herzlich willkommen, wie mir Kalo mal wieder bei Mass Effect Andromeda ins Wort fällt. So, ich guck mal ganz kurz mal, ob wir inzwischen eine E-Mail bekommen haben beim letzten Mal. Wir warten auf eine E-Mail von Knight. Nein, keine E-Mail von Knight. Dann sollten wir, glaube ich, mal wieder so eine komische Apex-Mission starten. Das hilft uns eventuell auch weiter. Was vermissen Sie? Shop-Kataloge. Übernachtlieferung jedes Teils, das ich brauche. Schaumbäder. Abschalten mit einer ganzen Schachtel widerlich schmeckender Kekse. Das finde ich auf mehreren Ebenen beunruhigend. Wieso? Wollen Sie Ihre Antwort ändern? Vielleicht. Sie sind ja schräg drauf, die Leute. Wird geladen. Wird immer noch geladen. Es dreht sich im Kreis. Na endlich. So, da scheinen wir was geschafft zu haben. Läuft. Mission wird erfüllt. Bitte warten Sie. Was wird erfüllt? Immer noch. Was? Netzwerkverbindung? Sie sind zurzeit nicht mit dem Mass Effect Server verbunden. Was? Warum? Warum? Warum sollte ich gerade eben nicht mit dem Mass Effect Server verbunden sein? Jetzt wird hier wieder irgendwas gespeichert. Okay. Nächstes technisches Problem. Mass Effect wurde gerade eben von EA-Seite aus beendet. Zu viel Kritik im Web oder was? Nee, keine Ahnung. Ich kann auch einfach bloß an meiner Internetkonnektivität liegen. Was soll's. Wir gehen. Obwohl ich es gar nicht will. Wieder nach Vault. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wir machen jetzt erstmal das, was Phoebe will. Werden sie auch mitnehmen. Aber wir sind zum ersten Mal übrigens dabei, ne? Und dann schauen wir mal weiter, ob wir das auf Vault jetzt irgendwie geklärt kriegen. Das ist eigentlich... Das ist die Folge, vor der wollte ich mich eigentlich lange, lange drücken. Beginne mit dem Anflug. Weil ich einfach gehofft habe, quasi so, ja, dass... Dass das einfach... Orbit ist stabil. Dass es ein Bug ist und dass ich damit irgendwie... dass es irgendwie gepatcht wird bis zum nächsten Mal, ne? Aber, naja, wir werden es ausprobieren. So, Team... Ich werde dieses Mal tatsächlich Phoebe mitnehmen. Da ist sie. Details. Statistiken ansehen. Wählen. Warum braucht das gerade immer so lange? Ich habe keine Ahnung. So. Ich bleibe auch bei dieser Bewaffnung. Was soll's? Nähern uns der LZ. Ich müsste halt demnächst mal wieder irgendwie rumforschen und gucken, dass ich da mal eine gescheite Waffe oder sowas mal neu ausprobiere. Bin ja jetzt auf Shotguns spezialisiert. Die machen ja eigentlich auch ganz, ganz gut Spaß. Aber irgendwie könnte da auch gerne... Das sieht geil aus. Nordlichtmäßig. Aurora Borealis. Ich glaube, das machen die halt absichtlich, weil das quasi viele Leute mit das Nordlicht halt, oder auch das Südlicht, gibt es ja auch im Südpol, mit Eis und Schnee und so weiter und so fort in Verbindung bringen, aber das würde hier ja bedeuten, dass wir uns in der Nähe der Polkappen dieses Planeten auch noch befinden. Nur mal so nebenbei erwähnt, ne? Weil nur dort findet so etwas statt. Da muss ich hin. Okay, dann beeilen wir uns mal dorthin. Nicht, dass PB langweilig wird und dann... Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Ach, wir sind schon wieder bei Techix, okay. Bin ich die erste und einzige Asari, die Sie kennen? Die erste schon, aber nicht die einzige. Ach, wer denn noch? Lexi. Oh, natürlich. Die mag die Ärztin nicht, ne? Hehehe.
Irgendetwas ist komisch dieses Mal bei dieser Aufnahmesession. Die Texturen laden manchmal ein bisschen später. Es kann aber auch sein, dass es eventuell jetzt... Ich weiß es nicht, ob es jetzt an meinem Rechner liegt. Oder... Hallöchen. Oder eventuell am Patch. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Zeit, ein bisschen Tech mitzunehmen. Ja, die werden garantiert freiwillig mitkommen. So viel zum Thema Tech mitnehmen, ne? Die ist danach sehr mitgenommen, wenn wir hier fertig sind. Boah, das ist das Schild unten. Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Dann nehmen wir mal ein bisschen Tech mit. Wie du dir das auch immer vorstellst. Och Gott! Es. Was? Mir fehlt hier eins. Es müsste hier noch mehr Glyphen geben. Mir fehlt hier eine Glyphe. Da ist sie. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Mal wieder eine grüne Glyphe. Tja, dann können wir den Quatsch ja starten. Ich fange mal hier an, ne? Sind ja, können ja eigentlich nicht so viele sein. Das ist zwar doppelt, aber... Das ist auch schon da, das ist schon da. Gut, dann wissen wir, dass es das hier ist. Und dann weiß ich auch, was da hin muss. Nämlich das da. Dann wissen wir auch, was da hin muss. Dann weiß ich auch, dass da... Scheiße. Dass dieses Zeichen hier hin muss. Dann muss dieses Zeichen hier hin. Gucken. Ne, warte mal, hier. Hier kann ich, glaube ich, was machen. Hab ich eins? Ne, sind alle doppelt. Da kann ich gar nichts machen. Shit. Hier vielleicht? Das ist doppelt und das ist auch doppelt. Oh Gott, wie ich das hasse. Und hier ist das... Oh, bitte. Ich möchte das hier nicht raten müssen. Ich werde raten müssen. Das ist immer super, wenn sowas passiert. Toll. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ach nee. Warum hilfst du mir eigentlich nicht bei der Lösung dieses Rätsels, du komischer Computer? Kann nur das sein. Kann nur das sein. Kann nur das sein. Kann nur das sein. So, und ab da fing das Ratespielchen wieder an, ne? Weil das ist jetzt wieder doppelt. Aber das... Ah, ne, warte mal, das kann ich noch machen. So. Ich weiß, dass es das hier nicht sein konnte, also muss es das hier sein. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Optionen, was das hier noch sein kann. Ja. Tja, war eine 50-50-Chance, ne? Sehr gut, Ryder. Können Sie das für Ihr Projekt gebrauchen, Phoebe? Sieht so aus. Echt coole Rel-Tech. Rel-Tech? Ja, eine Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe. Rel steht für Relikte und... Ich verstehe. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Vielen Dank. Besuchen Sie mich mal auf dem Schiff. Ich gebe Ihnen dann einen aktuellen Statusbericht über das Projekt. Super, das war's schon und dafür habe ich Phoebe jetzt mitgenommen. Oh wei. Und jetzt kommt der Scheiß, den ich eigentlich nicht machen wollte. Was ist denn das da? Ach Gott. Verbesserte reiche Abbauzone. Was? Egal. Ich
Hier überall gibt es ja noch irgendwie so komische Relikt-Quatsch-Gedönsels. Ich rede jetzt nochmal mit den Typen, ey. Das muss ja irgendwie gehen, dass... Es muss irgendwie gehen, dass... Also, ich gehe da jetzt im Zweifelsfall rein und rede mit jedem Einzelnen. Es muss doch gehen, dass ich da jetzt diese Mission, diese priorisierte Mission fortführen kann. Alles andere wäre ziemlich scheiße. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Moment, ich will allerdings, diese Mission ist natürlich... Ist ja sogar aktiviert. Umgebungstemperatur. Schau mal, Ryder ist wieder da. Was brauchen Sie? Ach nee, das bringt ja alles gar nichts, scheiße. Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Mit dem kann ich nicht reden, das ist einfach nur ein Soldat. Temperatur. Das ist einfach nur ein Behälter, ich nehme es einfach mit. Im Normalbereich, Pathfinder. Ich werde jetzt hier mit jedem reden, der einfach nur irgendwie eine Gesprächsoption für mich parat hält. Da hier geht nichts. Hier ist sowieso niemand. Mein Freund. Ah doch. Willkommen zu Hause, Bruder. Ah, der redet mit Jal. Was haben wir hier? Man weiß es nicht. Das ist irgendwie so ein Datenpad, das mich nicht interessiert. Das ist ein Iridium. Irgendwelche Leute, mit denen ich nicht reden kann. Und das ist jetzt hier der Olisk. Ich wurde informiert, dass die Vorratslieferungen wieder durchgeführt werden und darüber, was sie verhindert hatte. Danke für Ihre Hilfe, Pathfinder. Toll. Das hat mir sehr geholfen. Terminal. Kann ich da noch irgendwas tun? Nein. Könnte ich mit euch jetzt noch? Verdoppeln Sie die Sicherheitsmaßnahmen und ich will nächtlich... Sie haben meine Kämpfer aus einem Arbeitslager der Kett rausgeholt. Ich hatte sie schon fast aufgegeben. Es war richtig von Jarl, ihnen zu vertrauen. Ich werde ihnen für alles, was sie für uns getan haben, immer dankbar sein. Bevor sie gehen, kann ich ihnen sonst irgendwie helfen? Ja, sag mir, wie ich diese Quest weiterführen kann. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Na toll. Ist das jetzt echt euer Ernst? Ich... Sieht gut aus, Team Edward Heff. Alles in Ordnung. Ich frage mich, wie das wohl funktioniert. Denken Sie, die haben Relikt-Tech eingesetzt? Haben Sie Fragen? Ja. Ach scheiße. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Das ist echt großartig. Ich bekomme hier keine weitere Anhaltspunkte, was ich tun kann. Datenpad. Das ist sicherlich auch nicht hilfreich. Hier wird mir immer noch angezeigt, ich soll in diese Richtung gehen. Und dass das alles hier auf dieser Ebene stattfindet. Und sobald ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder da vorne bin, ist alles wieder durch. Ja, dann soll ich plötzlich jetzt wieder umkehren. Das ist doch wahnwitzig. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße, ich bin schon so verwirrt. Ich will eigentlich reisen. Das hier ist auf jeden Fall interessant. Das hier ist die Cat-Basis. Das hier... Mit irgendjemand... Warte mal. Da ist jemand, mit dem ich reden kann. War der schon immer zu sehen? Bitte lass es die Person sein, die ich suche. Das wäre extrem angenehm. Ich hoffe wirklich, dass hier diese Person ist, die ich suche.
Trotzdem kann ich ja nebenher looten. Hier ist niemand mehr. Da war nämlich mal jemand. Das weiß ich. Sie schon wieder? Ich hatte Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich hier nie wieder blicken lassen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ganz verständlich. Okay, die haben offensichtlich Stress miteinander. Dieser neue Junge, Dale, hat dich die ganze Zeit angesehen, als du die neuen Antriebsspezifikationen durchgegangen bist. Die flirten da rum, ey. Witzig. Morgen kommt eine Lieferung aus Kedern. Ich nehme nur Bestellungen. So, das mit der ich da reden muss. Aha, ist einfach nur eine Händlerin. Keine Ausnahme. Was ist mit dir? Wenn Sie nicht bezahlen können, viele andere können es. Avoa, was kann ich für Sie tun? Nichts. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie mich an Aya erinnert haben. Das musst du mir echt mal bringen. Gehst auf jemanden zu, die Leute grüßen dich, danke fürs Gespräch und gehst einfach weg. Die werden das ganz, ganz toll finden, wenn man so etwas tut. Lithium. Wir wollen Blut auf dem Eis sehen. Ich stelle Teams zusammen, um aufzuräumen. Ohne den Präfekten sind sie bestimmt völlig desorganisiert. Hört sich gut an. Wir haben monatelang versucht, den Laden einzunehmen und bei ihnen sieht es so einfach aus. Durch die Zerstörung ihrer Einsatzzentrale und der zugehörigen Systeme ist der Rest der Cat jetzt angreifbar. Erinnern Sie sich an Jani Eek? Der Schild dort ist ausgefallen. Ja. Die gefrorene Stadt? Ja, gut. Das ist die ideale Gelegenheit für einen letzten Vorstoß. Denn noch herrscht Chaos und Sie sind beschäftigt. Vorher muss ich zurück nach Techix. Nachschubaufnahme? Eine kluge Idee. Wir können mein Shuttle nehmen. Gehen wir. Was? Es passiert trotzdem nichts. Ich habe jetzt extra mal eine andere Option genommen, aber es passiert nichts. Kann ich da rein? Hier sind die komischen Pilze. Oh Mann, ey. Wenn du mich nach Aya holst, gehe ich nie wieder weg. Ich habe einfach das Gefühl, dass da was verbuggt ist. Und dass es momentan Game-Breaking ist, dass ich einfach nicht weiterkommen kann. Und das wäre richtig, richtig scheiße. Aber ich gebe noch nicht auf. Sie sind dieser Pathfinder, nicht wahr? Ich habe von Ihrer Landung gehört. Willkommen im Aratan. Ich würde Ihnen ja einen Raum anbieten, aber eine Gruppe von Hijara hat gerade den letzten belegt. Aratan? Mein Translator konnte das nicht übersetzen. Was ist ein Aratan? Es bedeutet Schutz vor der Dunkelheit. Es ist eine Herberge für Leute, die nicht auf dem Eis kampieren wollen. Wir sind der einzige Dar, der groß genug ist, um eine anbieten zu können. Also kommt jeder hierher. Ich beherberge Forscher von Hijara, Widerstandspatrouillen und gelegentlich sogar einige von ihren Leuten. Hier waren Menschen? Nein, keine Menschen. Die mit den Stacheln, Turianer. Sie haben die Kälte gehasst. Ich musste sogar die Sonnenwärmer hochdrehen, um sie aufzutauen. Die ganze Zeit hier am Rumschlawenzeln, ey. Aber er hat offensichtlich Turianer gesehen. Was hat ein Turianer hier draußen verloren? Ich habe nicht gefragt. Ich nahm an, sie wären wie Sie und würden dem Widerstand helfen. Sie sind bisher noch nicht wieder zurückgekommen. Also sind sie vermutlich noch irgendwo da draußen. Alles klar. Ich sollte jetzt gehen. Halten Sie sich warm. Das heißt, also, wir haben jetzt auf dem anderen Planeten Turianer gesehen. Es gibt auch hier offensichtlich Turianer. Kommt es, dass ich sie noch nie in Techix gesehen habe? Ich bin nur selbst. Ich möchte jetzt allerdings trotzdem mal gucken, hier kann ich nichts looten. Ob hier noch irgendetwas ist, was mir weiterhelfen kann. Ich glaube, hier bin ich schon durchgelaufen, ne? Ah, warte mal, dich kenne ich. Was Sie in Jani Eek gefunden haben, war ganz erstaunlich, Pathfinder. Wir werden die Stadt freilegen und erhalten unsere verlorene Vergangenheit zurück. Die aktuellen Siege über die Cat haben uns viele Möglichkeiten eröffnet. Wiederaufbau, sogar Expansion. Wenn Sie wollen, gibt es dabei auch Platz für Ihr Volk. Ich möchte Sie hiermit ganz förmlich als Stadtwalterin von Techix willkommen heißen.
Ich weiß Ihre Großzügigkeit zu schätzen. Ich denke nur praktisch. Viele sind der Ansicht, dass unsere Völker gemeinsam stärker sind als einzeln. Dank des reaktivierten Gewölbes werden die Bedingungen auf Volt sich mit der Zeit verbessern. Zumindest hoffen wir das. Denken Sie darüber nach, Ryder. Willkommen zu Hause. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Ich will Sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge Ihr Glück wachsen, Ryder. Alles klar. Gut, hat mir allerdings wahrscheinlich auch nicht geholfen. Ist einfach nur schönes Blabla. Ach ja, und hier wahrscheinlich auch nichts dabei. Nope. Also ich glaube, in Techix werde ich hier auch nicht weiterkommen, obwohl mir hier irgendjemand angezeigt wird. Wo ist diese Person? Ich habe das Gefühl, das ist außerhalb. Das ist definitiv außerhalb. Wir fahren da mit dem Auto hin. Vielleicht ist es das, was ich suche. Oh, bitte lass das sein, was ich suche. Nee. Joel, ich habe Sie neulich singen hören. Ich habe einen Blick riskiert. Sie haben Lotion auf Ihre Halsklappen aufgetragen. Das ist ein Irrtum. Was? Das Singen. Wie auch immer. Das tägliche Auftragen von hydrierter Aschesalbe ist wichtig, damit meine Halsklappen glänzen. So viele Fragen. Halsklappen. Interessant. Oh Gott, der ist ja mal mega versteckt. Ein Mensch? So weit hier draußen. Sie müssen wirklich Mut haben. Wenn jemand meinen Leuten helfen kann, dann Sie. Wobei soll ich Ihnen helfen? Die Cat haben nicht weit von hier einen Dar zerstört. Als Vergeltung, nachdem sie der Widerstand vertrieben hatte. Die Leute wurden entweder getötet oder verjagt. Sie mussten alles zurücklassen. Können Ihre Leute irgendwo unterkommen? Man kümmert sich bereits um sie. Aber wir stehen jetzt vor einem neuen Problem. Ich bin Historiker. Und in diesem Dar gab es ein unbezahlbares, angaranisches Artefakt. Eine antike Karte von Volt. Ich habe zwei meiner Kollegen losgeschickt, um sie zu bergen. Aber sie sind dort draußen in Schwierigkeiten geraten. Die Cat kam zurück, um die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt brauche ich jemanden, der meinen Leuten dabei hilft, sich den Weg freizukämpfen. Alles klar, dann mach ich das. Keine Sorge. Ich werde Sie da rausholen. Sie sind unsere Rettung. Ich gebe Ihnen den Nervpunkt des Dar. Und bitte beeilen Sie sich. Okidoki, dann folgen wir doch einfach mal dem da. Das ist jetzt unbedingt dieselbe Mission, die ich jetzt angestrebt habe. Wir machen es einfach mal. Ah, das ist direkt da hinten. Ah, ja, ich kenne die Position. Das ist wirklich das zerstörte Dar-Teil da, was auch immer. Da, wo wir jetzt neulich... Was war denn das jetzt bitte gerade? Ach komm, ey, Spiel. Tu mir das nicht an. Sagen Sie mal, Joel, Sie riechen so angenehm. Also nicht nur jetzt, immer. Was ist hier geschehen? Das krieg ich raus. Wow! Weg mit dem Vieh. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Turiano, krass. Die Umgebungstemperaturen sind im normalen Bereich. Da kommt noch mehr. Ach du Scheiße. Ja, da kommt noch mehr. War's das schon? Nee, da kommen noch mehr. Und jetzt? Jetzt kann ich mit ihm reden. Gut. Jeweils zwei raus, ne? Und ist schon vorbei. Geht es Ihnen gut? Hören Sie, ich weiß nicht, wie Rojek Sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat Sie belogen.
Astra, nicht! Ach, halt die Klappe! Rojack ist ein Schmuggler von Kedera, genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Cat-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den Meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Das ist schäbig. Von allen miesen Möglichkeiten, ein paar Credits zu verdienen. Sie bestehlen meine Leute, nachdem sie alles verloren haben? Ich habe mich umentschieden. Oder etwa nicht. Okay, also. Wieso erzählen Sie mir das? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Cat diesem Ort angetan haben. Diese Leute müssen schon genug durchmachen, auch ohne, dass ihnen Plünderer das wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist. Ich will, dass sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojack? Er ist kein übler Kerl, sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Okay, es ist nicht wert. Jemand wie er ist es nicht wert, dass ich meine Zeit mit ihm vergeude. Ich sorge dafür, dass diese Karte in die richtigen Hände gelangt. Gut, das erleichtert mein Gewissen. Ich danke Ihnen. So, vielleicht komme ich ja jetzt endlich dahin, wo der scheiß Widerstand ist. Warte mal hier. Also der Widerstand ist immer noch hier. Was stimmt denn dann mit meiner Quest nicht? Das sind wirklich die zwei Leute. Ich muss echt nochmal mit denen reden. Lebenserhaltung ist wieder online. Geheimdienstoffizier Kars die Karte übergeben. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Also ist es doch der Typ. Liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Also bin ich hier definitiv richtig. Systeme sind bei 100%. Was soll denn dann der Quatsch? Was stimmt denn dann hier nicht? Ich würde einen guten Agenten haben. Sie Fragen? Ich habe hier ein paar Fragen. Ein paar Schatzsucher haben diese Karte vom alten Vault gefunden. Sie wollten, dass sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details. Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und sie auch. So, und jetzt gehe ich hier nochmal die ganzen scheiß Gespräche durch, in der Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Cat-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani Eek, die archäologische Ausgrabungsstätte, die die Cat besetzt halten. Erzählen Sie mir mehr über Astraea. Die Cat konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf sie. Sie denken, sie könnten uns brechen, indem sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allen bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen, aber die Cats sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Cat-Lager. Das wissen die Cat und sie benutzen es gegen uns. Offensichtlich. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier.
Offensichtlich hat mir das, glaube ich, überhaupt nichts gebracht. Für meine andere Quest. Oder? Nee. Mit wem soll ich denn dann noch reden? Da drüben ist auch noch irgendwie jemand, mit dem ich reden kann. Ich habe von dem Cat hinterhalten gehört. Ich rede jetzt einfach mit jedem, bis hoffentlich irgendwann mal was funktioniert. Ich habe ihre Unterhaltung zufällig mitbekommen. Jetzt hast du auch noch Ryder in diesen Irrsinn mit reingezogen. Wir müssen uns auf die Rettung der Moschai konzentrieren, Hana. Nicht auf irgendeine vage Hoffnung. Rabar, ich weiß, dass Michelle noch am Leben ist. Hana, warum sind Sie so überzeugt davon, dass Ihre Freundin noch lebt? Weil Michelle unsere beste Saboteurin ist. Sie weiß, wie sie sich schützen muss. Wir wollten ein Waffendepot der Cat zerstören, aber die Zünder hatten eine Fehlfunktion. Michelle musste die Sprengung deshalb manuell auslösen. Ja, und das heißt, sie war mitten in einer Explosion, die noch bis hinter die Hügel zu sehen war. Aber Michelle kennt sich mit Sprengstoffen besser aus als jeder andere. Sie wird genau gewusst haben, wo sie Deckung findet. Es wäre auf jeden Fall möglich. Wenn ihre Freundin so gut ist, wie sie behaupten, könnte sie tatsächlich überlebt haben. Vielen Dank. Das sage ich schon die ganze Zeit, aber niemand außer Ihnen hat mir geglaubt. Selbst wenn ich dir glauben würde. Aniek wird uns niemals erlauben, nach ihr zu suchen. Wir werden woanders gebraucht. Ich könnte mich da draußen mal umsehen. Würden Sie das tun? Dem Himmel sei Dank. Ich habe den NAV-Punkt. Ich hoffe nur, die Daten sind kompatibel mit Ihrem, Gerät. Und egal, was Sie finden, bitte sagen Sie es mir. Ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Ich find's lustig, wie die immer genau gleich dastehen. Super, das bringt mir jetzt alles überhaupt nichts. Warte mal. Kann ich direkt mal mit der reden? Ich hoffe wirklich, Sie finden sie. Okay, keine Ahnung. Ja, das ist... Ich registriere einen erheblichen Temperatur... Das hilft mir alles... Was ist denn das? Das ist ja auch nochmal eine Quest. Und hier ist ja immer noch die Ruinen erkunden. Ach nee, das ist das. Ah! Okay, warte mal. Aber da ist irgendwo noch eine Quest hinter uns. Jetzt gucke ich mal, ob ich die jetzt auch noch kriege. Vielleicht hilft mir ja das weiter. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Ich will doch einfach nur, dass das Spiel endlich wieder weitergeht. Es gibt noch mehr Quests hier. Wir brauchen irgendein Stimulanz. Ich habe Kitschari... Ja? Was ist? Oh. Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Warum stehen Sie hier rum? Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun? Ja, eigentlich schon, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich bin Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Wir kommen von... Ja, ganz toll. Sie kommen von weit her. Haben die Ärzte in Ihrer Heimat zufällig magische Heilkräfte? Nö. Nicht mehr als Sie, nein. Dann ist es mir im Moment herzlich egal, woher Sie kommen. Warten Sie da drüben. Dr. Harim, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Cat-Angriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Ich erledige das. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Ja, aber das verfolge ich jetzt erstmal nicht. Das ist... Moment. Das ist noch ein Datenpad. Was? Oh Gott, was das hier alles noch ist, ey. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Was? Das ist meine Freundin Maisie. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns.
Hier sind überall Cat. Wie kommen Sie da an Vorräte? Auf demselben Weg, den wir genommen haben. Wut ist voller Höhlen und verborgener Pfade. Es ist schwierig reinzufliegen. Darum bringen meine Kinder die meisten Dinge nach und nach hierher. Ihre Kinder? Sie sind aufgrund ihrer Größe für die Cat schwer zu entdecken. Wir alle tun, was wir können. Auch die Kinder. Wir haben noch gar keine Kinder gesehen von denen. Was halten Sie von Aphra? Nicht alle denken gut von ihm. Aber sein Plan ist kühn und der Widerstand ist wichtig. Ich werde tun, was ich kann, um ihm zu helfen. Bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Handelt ihr auch mit uns vielleicht? Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten? Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Cat eine Chance haben wollen. Wenn Sie die Cat-Station auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen. Und etwas für Sie zurücklegen. Das habe ich doch gemacht. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Jarl wohlbehalten zu uns zurückbringen. Und wer ist das jetzt hier? Eskal. Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Hatten Sie da draußen einen Zusammenstoß? Die Cat werden mutiger. Eine Gruppe von ihnen hat letzte Nacht unsere Patrouille angegriffen. Unsere Leute kamen ohne größere Probleme davon, aber ich muss sie trotzdem untersuchen. Was? Strahler? Achso, die Wärme, ja. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Okay, ja, gut, das ist durchaus möglich, ne? Also, Photosynthese gibt es mit Pflanzen auch. Es gibt auch durchaus Möglichkeiten, dass Lebewesen wie, also tierische Lebewesen, menschliche Lebewesen, wie auch immer, Humanoide, Dankeschön Gehirn, dass du da endlich drauf kommst, ja auch eventuell so etwas beherrschen könnten. Absolut möglich. Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Gut, dann sind wir fertig mit ihm. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Ich glaube nicht, dass wir etwas benötigen werden. Was ist denn das hier für ein Terminal? Für den Commander, bla bla bla, uninteressant. Wenn ihr es lesen wollt. Einfach pausieren. Hier haben wir nochmal Datenpads. Auch irgendwelche Texte. Wie gesagt, Sie besagen alle dasselbe. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Okay, das heißt, wir haben die jetzt auch noch aufgenommen. Gut, ansonsten ist ja, glaube ich, nichts mehr los. Bis auf die Tatsache, dass ich mich... Hoppala. Immer noch frage, was ich denn bitte schon tun soll, damit es hier endlich weitergeht. Diese eine blöde Quest. Keine Ahnung. So, hier raus. Wo sind jetzt diese Ruinen? Da sind diese Ruinen. Dann mache ich mal ganz, ganz kurz mal hier noch schnell einen Sprung hin. Also ich glaube langsam aber sicher, dass ich da wirklich einem Bug unterlegen bin. Und ich hoffe, dass der irgendwie gelöst werden kann. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Und nicht in Sie der Form... Sie sind so lebendig, Phoebe. Mehr als die anderen ihrer Spezies, denen ich begegnet bin. Ich finde Sie faszinierend. Angara gehen sehr offen mit ihren Gefühlen um. Es wird langsam ein wenig unangenehm. Im Gegensatz zu Menschen, wie wir hier deutlich sehen. Was? Pathfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte, möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Uiuiui. Pathfinder, wir nähern uns dem Waffendepot der Cat, das der Widerstand zerstört hat. Okay, danke. Dann suchen wir mal nach Hinweisen auf Hannas Freunde.
Irgendetwas hämmert da noch fröhlich vor sich hin. Uiuiui! Irgendwelche Lebenszeichen, Sam? Nein. Ich registriere jedoch eine schwache Energiesignatur, die von einem Generator stammen könnte. Das könnte die Notstromversorgung sein. Au, ich brenne. Ich brenne! Geht sich da rein, ne? Das ist eine Ruine. Hier kann es keine Überlebenden geben. Was zur Hölle? Da ist doch irgendwas. Da drüben ist irgendwas. Oder irgendwer. Dann gehen wir mal hier durch. Das will ich auf jeden Fall noch gemacht haben, wenn möglich. Und hier auf der anderen Seite. Was ist denn das jetzt hier? Man weiß es nicht. Oder muss ich die Tür öffnen, da oben? Ich registriere einen Temperaturabfall. Muss ich diese Tür öffnen, damit ich da jetzt weiterkomme? Ach so. Da rührt sich nichts. Aber das war ja zu erwarten. Falls die Elektronik noch intakt ist, könnten wir die Energieversorgung wiederherstellen und uns so Zugang verschaffen. Ja, dann... Das wollte ich ja eigentlich schon machen. Was ist denn die das? Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, was ist denn das jetzt hier? Grotesk. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon zu halten habe. Das endet hier irgendwie an der Wand. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Tja, das ist toll, dass ich jetzt hier nicht weiß, was ich hier tun soll. Wer ist da? Da ist doch jemand dahinter. Keine relevanten Daten. Also ich fange langsam aber sicher an, einen gewissen Hass auf diesen Planeten zu entwickeln. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ach, warte mal. Lebenserhaltung ist stabil. Moment. Au. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Also haben wir es doch hingekriegt. Meine Fresse. Geschafft. Oh mein Gott, ey. Ja, haben wir noch eine Granate da uns selber in die Fresse geworfen, nur damit wir das Ding hier aufkriegen, ne? Wenn das andere nur auch so einfach wäre. Wer sind Sie? Sind Sie hier, um nach mir zu suchen? Hat Hannah Sie geschickt? Dieses törichte Mädchen. Sie weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Hannah war sich sicher, dass sie die Explosion überlebt haben. Aber wie haben sie das geschafft? Ich konnte ihr nicht entkommen, also habe ich mir eine verstärkte Wand gesucht und mich mit einem Kraftfeld geschützt. Ich wäre beinahe ausgebrannt, aber ich hatte keine Wahl. Die einzige Alternative war der Tod. Beende es. Schmerzen. Beende es. Das ist alles, was er sagt. Nichts anderes. Ich habe ihn verbrannt, geschnitten, durchbohrt. Aber er will mir einfach nicht verraten, wo sie sind. Sie haben diese Person gefoltert? Er ist keine Person. Er ist ein Cat. Sie haben meine Familie entführt. Ich finde es aber trotzdem nicht gut. Mir ist egal, was er ist. Folter ist niemals gerechtfertigt. Und vielleicht weiß er ja gar nicht, wo sie sind. Richtig. Er muss es wissen. Er muss! Das hier ist meine einzige Chance. Oh Mann. Wenn er es nicht weiß, habe ich sie verloren. Ich darf sie nicht verlieren. Die ist geradezu wahnsinnig. Ich lasse sie hier. Ich muss ihn eliminieren. Was? Hä? Es tut mir leid, aber sie sind fort. Nein!
Sie haben Freunde, die auf Sie warten. Leute, denen Sie etwas bedeuten. Hier draußen werden Sie sterben. Wie konnten Sie das nur tun? Er hätte es mir verraten können. Ich hätte Sie wiederfinden können. Nee, Mädel. Gehen Sie nach Hause, Marschall. In Ordnung. Ich werde die Basis anfunken und den Widerstand über meine Position informieren. Also ganz im Ernst, das ist ja mal auch sehr, sehr fragwürdig in Szene gesetzt. Muss man eigentlich leider sagen. Ach ja, mit den Neuigkeiten kehren wir beim nächsten Mal zu der Hana zurück. Wo ist mein Auto? Da. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute, und ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Mal rauskriege, wie wir weitermachen können. Ne? Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.